Ich habe Bilder von mir im Fotoalbum, da stehe ich auf dem ersten Platz und habe den Kopf gesenkt, als würde ich mich da oben schämen müssen. Und das finde ich eigentlich schlimm, dass die Trainer uns das irgendwie genommen haben, dass wir stolz drauf sein können auf die Erfolge, die wir hatten. Und wenn ich mir jetzt rückblickend Videos angucke, ich habe dafür überhaupt kein Gefühl, ob das gut oder ob das schlecht ist. Und das finde ich eigentlich traurig, dass das so ist. Das sind jetzt die Berichte, die jetzt kommen, in den letzten 2-3 Jahren, dass Geschädigte vor allen Dingen in den Sportarten Turnen, rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, also junge Frauen, die dieser unsäglichen Gewalt, Sadismus, sexuellen Missbrauch ausgesetzt waren, und es ist ganz klar, dass es diesen Frauen unwahrscheinlich schwer fällt, diese Geschichte für sich zu sortieren, für sich überhaupt eine Sprache zu finden. Ja, was ihnen widerfahren ist, das ist ein unwahrscheinlicher Kraftakt. So, Dörte. Danke. So, wie macht man das? Kleine Eckchen oder Scheibchen? Was wollen wir machen? Ja, mach doch so halb. Das ist doch okay. Hi. Ja. Ich lasse das Stück Gurke und wir nehmen deine Gurke. Wir machen zwei verschiedene Salate. Ah, jetzt wird's kompliziert. Nein, jetzt wird's ganz einfach. Jetzt reicht die Schüssel aus. Pass auf. Wir machen hier eine Variation und da eine Variation. Und da machen wir so Obstspieße. Ich habe Spieße. Auch Spieße ist eine gute Idee. Spieße. Als Puppenspieler braucht man immer Spieße. Man muss Dinge aufspießen können. Zwei Goldmedaillen gewannen die DDR-Turner heute bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam. Auf dem Programm standen die Gerätefinals bei den Frauen und Männern. Dörte Tümmler vom SC Dynamo Berlin zeigte eine perfekte Stufenbarrenübung. Sie teilte sich den ersten Platz mit der Rumänin Daniela Silivasch. Beide erreichten 19,925 Punkte. Dörte Tümmler setzte damit die Tradition der DDR an diesem Gerät fort. Nach Karin Janz, Annelore Zinke, Maxi Gnauk und Gabriele Fehnrich ist sie bereits unsere fünfte Weltmeisterin. Für mich hatten die Erfolge keine Bedeutung, weil ich was anderes wollte. Also ich wollte lieber leben. Und für mich hatten die Erfolge keine Bedeutung. Die Bedeutung lag bei den Trainern und Funktionären und Eltern. Die haben sich gefreut. Aber für mich persönlich hatten die Erfolge keine Bedeutung, nein. Tragweite war mir bis vor 1,5 Jahren überhaupt nicht klar. Und wenn ich jetzt nicht den Kontakt zu den 20, 30 anderen Mädchen aufgebaut hätte, hätte ich niemals meine alte Geschichte so detailliert aufarbeiten können und so sehr ins Detail gehen können. Also dieses Gerüst erstmal zu erarbeiten, um dann auch sich an emotionale Sachen wieder heranzuarbeiten, das war unglaublich wichtig. Thank you.
Und diese junge Dame, die kennen Sie alle, unsere Meisterin Esther Niklas. Also heute frage ich mich tatsächlich, wie bin ich da so reingerutscht, ne? Also das Sprungbrett hat, wenn die Eltern das Sprungbrett nicht geebnet haben und rechtzeitig gesagt haben, auf die KJS gehst du nicht, oder es nicht irgendeine Oma, eine Tante im Hintergrund gab, die irgendwie die Bremse gezogen hat, dann warst du drin. Dann warst du voll drin. Und bei mir hat keiner die Bremse gezogen. Über Sie haben wir uns ganz besonders viel gefreut im Mehrkampffinale. Auch sie war auf Aufholjagd und ich hoffe, liebe Zuschauer, dass sie vom 8. sogar noch einen nach vorn rutschen kann. Wir drücken ihr die Daumen. Soll ich euch mal noch was Lustiges erzählen? Wir hatten ja Nikolaus diese Woche, ja? Ja, erzähl mal. Und meine Tochter hat mich natürlich erwischt beim Stiefelbefüllen. Nein! Oh, wie gemein! Die ist abends oh, rausgekommen. Da dreht die sich um, 3 Jahre alt, und sagt zu mir, das hast du doch da reingepackt. Oh nein! Verdammt! Und ich habe mir dann aber schon überlegt, ich habe dann zu ihr gesagt, hör mal zu, der Nikolaus war gestern so im Stress, der hat es ja so eilig. Das muss man immer machen. Der hat nur geklopft bei uns und hat mich gebeten, die Geschenke in eure Stiefel zu packen. Dann hat die mich angeguckt, so als würde sie überlegen, glaube ich dir das jetzt oder glaube ich dir das nicht? Und dann hat sie gesagt, okay, und dann hat sie ihr Geschenk ausgepackt und sie freut. Da muss man sich mal was einfallen lassen. Ne? Ja, das war echt grenzwertig. Bei den kleinen Geistern. Also gerade die wir uns jetzt wieder gefunden haben oder getroffen haben, es hat eine Weile gedauert, aber es sind schon, oder es werden irgendwie immer mehr, die sich mal dem stellen oder bei denen das doch dann das doch irgendwie eine, wie so eine Wunde aufbricht. Und also am Anfang wirkte das schon, dass das einige verdrängt haben oder gesagt haben, so schlimm war es doch nicht. Und wir hatten doch auch eine schöne Zeit. Sicherlich gab es auch schöne Zeiten, aber es war dann schon eher, dass das Negative oder das, dass das Schlimme überwogen hat. Ich mache mal die Schale ab, oder? Ja. Ich habe ja mal in der Schweiz, als ich das erste Mal in der Schweiz war, eine Frau gesehen, die hat die einfach so gegessen. Echt, ja? Ach nee. Also es gibt ja diese Kiwi-Bären, da kenne ich das auch, aber so jetzt bei einer Kiwi. Die habe ich auch schon mal probiert. Hat mich total beeindruckt. Hat dich beeindruckt? Ja. Okay. Sag mal, Dörte. Früher. Manu sitzt gut, ja? Elke hat ja irgendwie was zu dir geschrieben, ne? Habe ich gesehen auf Facebook mit den Keksen. Ja, fand sie gut. Wie kam das? Seid ihr befreundet? Ich habe mich mal angefragt. Ah, als Freundschaftsanfrage? Mhm. Ah, verstehe. Ja, die ist nämlich ganz kuschelig irgendwie gerade. Es kommt mir auch manchmal so ein bisschen unheimlich vor. Ich habe ein Nikolaus-Video gekriegt. Ich auch. Ja? Von Elke? Mhm. Ja, ich auch. Nobritsch, Daimi de la Blanco, Pulucci, David, 450. Sie sucht nach ihrem eigenen Ziel hier mit ihrer Trainerin Elke Stang. Ich denke, diese Übung ist ihr gelungen. Also natürlich fühlt es erstmal auf, das ist ganz logisch. Und ich habe unheimlich viel nachgedacht. Ich meine, ich habe jetzt in der Susi eine Partnerin, die mich einmal über alles informiert, auch den Kontakt zu den anderen Mädchen auch wieder erwachen lässt, was ich unheimlich gut finde. Und ich die Arbeit, die wie da jetzt betrieben wird, unheimlich wichtig finde. Und mir ist erstmal ein bisschen egal ist, wie es mir dabei geht. Ich will, dass es den Mädchen gut geht oder besser geht mit der Aufarbeitung. Und ich habe immer das Gefühl, sie weint, um irgendwie das, was hochkommt, wegzudrücken. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das kenne ich von meiner Mutter. So, genau das. So, sie setzt an und sagt, oh, ich fühle mich, also sie sagt auf jeden Fall extrem heftig jetzt, ich fühle mich schuldig für alles.
Die Last ist so unglaublich schwer. Also das, das kommt jetzt, es kommt so richtig heftig jetzt. Ja? Und dann fragt man so nach manchmal und dann fängt sie dann an zu weinen. Und dann habe ich das Gefühl, es kommt hoch und sie drückt es mit dem Weinen wieder weg. Mir geht's nicht gut. Also ich habe seit 17 Jahren verstärkte Depressionen. Ich habe eine generalisierte Angststörung und Panikattacken. Und seitdem ich weiß, dass es vielen Mädchen genauso geht, fühle ich mich einfach verantwortlich dafür. Unfortunately, her preliminary score will probably keep her out of the medal count, but it was such a clever routine. The crowd loves it. Her preliminary score again was 9.8 and she receives for this performance a 9.85 to give her a 19.65. Normalerweise hast du ja diese Zeit in der Pubertät, in der Jugend, wo du deine Kräfte einfach sammeln kannst, wo die sich so potenzieren dürfen, um dann in so ein Studium reinzugehen und in ein Berufsleben. Und dann hast du auch schon vielleicht so zwei Freunde gehabt oder Beziehungen gelebt, ne? Wo du weißt, das geht nicht. Das war ja alles nicht. Ne? Und ich habe mich irgendwie 25 Jahre nach Beendigung meiner leistungssportlichen Laufbahn erstmal mit den Trümmerhaufen beschäftigt, da aufzuräumen und klarzukommen und zu lernen, was ist denn eine Grenze? Was ist denn das, wenn man ständig drüber geht und das sozusagen so in Körper und Geist strukturiert und anerzogen wird? Es geht doch noch mehr, das tut doch noch nicht weh. Wo willst du dann selber irgendwann eine Grenze setzen? Also wenn man natürlich ein Stück weit merkt, dass man sich gar nicht selbst entwickeln konnte, so wie, gut, es gibt immer Einflüsse, aber bei uns war es ja nun wirklich extrem reglementiert und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwie zum Singen war oder mal gemalt habe oder also irgendwas anderes gelernt habe außer Sport. Das heißt, also meine Entwicklung war sehr einseitig. Also ich merke auch heute so in meinem Verhalten, dass ich mit dem, was ich mache, eigentlich immer unzufrieden bin und immer das Gefühl habe, dass es nicht genug ist, reicht nicht, muss immer mehr sein. So, mein Rücken war von Anfang an kaputt, also der hatte schon den Schaden, als ich auf die Curtis gekommen bin und entsprechend wurde das dann auch schlimm. Wir hatten dann immer halt ein Gipskorsett, in dem wir liegen mussten und um das auszugleichen. Wir mussten ja zweimal, glaube ich, in der Woche in die Sauna gehen und ich weiß, dass ich im Winter ohne Mütze nach Hause gegangen bin mit nassen Haaren. In der Hoffnung, mal krank zu werden, um mal eine Pause zu haben. Oder dass ich das Thermometer an die Heizung oder an die Glühbirne irgendwo gehalten habe, um einfach mal einen Tag Pause zu kriegen. Es war mit Sicherheit teilweise zu viel. Das hat man ja dann im Nachhinein dann schon gemerkt, wenn größere Ausfälle zu beklagen waren, wenn sie nicht mehr konnten oder so kurz vorm Umkippen standen oder diese und jene Beschwerden dazu kamen, habe ich mir schon manchmal gedacht, also das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Fünf, 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 fünf.
flog ein Schrei durch die Halle. Und keiner wusste, wo kam der her. Und er verstummte. Und brach wieder hervor und verstummte und brach hervor und verstummte. Und dann irgendwann war klar, die Turnerin lag unter dem Stufenbarren und der Trainer hielt ihr den Mund zu, damit der Schrei nicht durch die Halle dröhnt. Und das war Gewalt pur. Das würde ich jetzt nicht unter, also das war Gewalt pur, ne? Wenn man Schmerz hat und den rausschreien muss und dir wird der Mund zugehalten. Und solchen Szenarien musste ich doch des Öfteren als Zeugin beiwohnen. Und es war schlimm. Aber sie, die Dörte, will immer viel, will alles und ärgert sich dann über kleine Dinge, die geschehen und die man sich auf olympischen Podest dann nicht leisten kann. Die im Oktober 17 Jahre alt wird. Und Spannung im Gesicht von Dörte. Ich weiß, ich habe als Kind halt immer, ich habe immer anderes machen wollen. Ich habe, weiß ich nicht, wenn ich nur eine Geschichte schreiben wollte oder wenn ich zelten wollte oder wenn ich mir eine Höhle bauen wollte. Das waren alles Sachen, die wollte ich so gerne machen und hatte nie eine Zeit dafür oder eine Möglichkeit, weil wir im Internat waren, weil wir gar nicht Möglichkeiten hatten, auch nicht am Wochenende viel zu wenig Zeit war, die von den Eltern dann belegt war. Also dieses selber seine Fantasie ausleben können oder sein Leben leben können. Ja, da haben die Kampfrichter dieses auffassend gesehen, bewertet mit 9,6 sind die Hoffnungen dahin. Wie kannst du dich für eine Kindheit, die dir zerschlagen wurde, für eine Gewalt, in der du absolut ohnmächtig warst, ja? In der du ausgesetzt warst, wie kannst du, welches Korrektiv findest du im heutigen Leben? Susanne! Was denn? Was sollen wir mit dem köchelnden Dressing unternehmen? Ich hole jetzt Olivenöl. Ja, und das soll da weiterkochen? Das kann dann einfach hier so stehen. Das kann hier stehen bleiben. Das mache ich dann auch noch. Das verdünne ich noch mit Aceto. Hm. Mit was? Aber wisst ihr, was eigentlich auch cool wäre? Riecht ihr mal? Bisschen so ein, das sieht komisch aus. Was hast du denn da alles reingemacht? Oh, riecht lecker, Pilz. Ne? Was? Oder wie, Hast du Rotkraut gekocht? Ach, mit Rotwein. So, ich hole jetzt Olivenöl. Mit Rotwein? Weil ohne Olivenöl kommen wir hier nicht weiter. Geh doch zum Edeka, da haben die alles. Wo ist denn Edeka? Soll ich gehen? Nee. Gehst raus. Dann gehst du nach links. Ja. Dann gehst du mal geradeaus. Wie weit ist denn das? Ich weiß auch nicht, dass du hier eine halbe Stunde weg bist. Ich gehe jetzt zu dem Crema da. Na, mach. Alles gut. Kann sich jemand erinnern, als Kind Plätzchen gebacken zu haben? Nein. Also meine Oma hat es immer gemacht. Deine Oma hat es gemacht? Die hat es immer durch einen Fleischwolf gemacht, aber ich war da selten dabei. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe keine Erinnerung. Also ich kann mich vielleicht an einmal erinnern. Aber, nicht wirklich ans Backen, sondern nur so noch garnieren oder so. Wo du das reingeschrieben hast in die Gruppe, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Und ich kann mich, gut, meine Mutter ist ja natürlich nun relativ zeitig gestorben, da war ich 12. Ja auch. Mein Vater hat mit mir nicht gebacken und letzten Endes durften wir die Kekse sowieso nicht essen. Also deswegen, warum dann backen? Also, ja, ich hatte ja einen absoluten Sportlerhaushalt, da wurde sowas natürlich auch dann eher selten gemacht. Ne? Damit alles. Haben sich deine Eltern damit danach gerichtet, ja? Also meine Mama war beim DTSB für Ton zuständig und mein Vater war Chef der Sportmedizin bei Dynamo. Und haben die dich verpfiffen, wenn du zu Hause dann doch mal irgendwas anderes gegessen hast? Nee. Ich habe einfach gar nichts anderes gekriegt zu Hause. Weißt du? Also es war immer alles so, dass es parat war für die Woche. Dass man nicht zunimmt, dass man nicht, ne? So. Das finde ich auch krank. Also es war kein richtiges Zuhause, wo man sich zu Hause fühlen kann. Möchtest du da auch Tomate drin haben?
Im süßen? Ja? Im süßen Salat? Ja. Okay, gut. Süß-sauer. Gut. Die sind sauer, oder? Ist schön. Ich finde das ganz, ganz, also ich mache ihr eher zum Vorwurf, dass wir im Heute nicht drüber reden können. Das ist schlimm. Dass sie da selber ein Stück weit mit drin steckte und auch einen handfesten Konflikt mit der Situation hatte. Sie hat mich ja geliebt. Ich war ja ihr Kind. Sie hat gesehen, dass mir das nicht gut tut. Und trotzdem hat sie aber auch gesehen, dass ich sozusagen, ja, den Weg schon gegangen bin. Ich habe in der Weltspitze, also zumindest in der DDR-Spitze mitgeturnt und das wollte sie mir dann auch wieder nicht nehmen. Ne? Also ich hatte ja einfach schon 10 Jahre Leistungssport oder 9 auf dem Buckel und dann, ja, das Zeitfenster ist klein, wo du zu einer Weltmeisterschaft mitfahren kannst oder zu einer Europameisterschaft. Und insofern hatte sie da auch einen herzhaften Konflikt, da bin ich mir ganz sicher. Und sie hat sich da aber für Pro-Leistungssport positioniert und nicht für den Schutz. Klar, hätte sie sagen müssen, jetzt ist Schluss. Und ein Machtwort sprechen müssen. Also so würde ich das mit meiner Tochter machen. Ja, im Heute. Susan! Die Treppenmeister. Tom. Ja, der bleibt mal fit. Total. Wir sind fast fertig. Nee, echt? Ja, wirklich schon. Ui. Möchtest du auch Schafskäse in deinen süßen Salat? Ja. Okay. Also ich. Na, dann ist es schon entschieden. Es gab nur den hier. Was ist das? So ein bisschen so, der ist so ein bisschen härter, so eine Mischung aus Pecorino und was weiß ich. Weißt du, dass ich mich daran erinnere, als ich bei dir mal gewohnt habe oder ein paar Tage irgendwie zu war? Weißt du noch, Eva? Na, sicher weiß ich das noch. Und da hast du auch ganz viel mit sauren Gurken irgendwas gemacht. Stimmt, da habe ich immer nur saure Gurken gegessen, weil ich dachte, ich nehme davon ab und krieg mein Sollgewicht. Keine Ahnung, stand mal in der Sibylle oder so. Saure Gurken, ehrlich? Saure Gurken-Diät. Mhm. Sehr schön. Aber ich hatte immer zu viel Körperfett, also das war der Horror. Das wurde auch nicht weniger so und ich wusste auch immer, ich habe Übergewicht, ja, und also es war normal, dass ich mich immer wieder runterkämpfen musste. Mit jeder Fettmessung, die immer regelmäßig stattgefunden haben, alle Viertel oder halbe Jahre, da kamen dann die Ärzte und haben am ganzen Körper, sogar an der Schläfe, eine Fettmessung gemacht und dann das Sollgewicht bestimmt. Ich wusste immer, ich bin eh drüber, also habe ich mir gar keine Hoffnung gemacht. Wir sind ständig gewogen worden eigentlich. Also im normalen Training jetzt vor der ersten Einheit, vor der zweiten Einheit, es gab eine Tabelle, die war immer sichtbar. In Wettkampfvorbereitung wurde das dann noch viel mehr, also dass wir auch nach dem Abendbrot gewogen wurden, wo wir nicht zu viel wiegen durften, sonst mussten wir laufen gehen. Also der Druck war schon sehr, sehr hoch, also allgegenwärtig. Ja, also wir haben dann irgendwann auch nicht mehr getrunken, weil wir so oft gewogen wurden, dass natürlich erstmal so ein halber Liter Getränk irgendwie erstmal auch ein Gewicht macht. Also das war schon heftig. Susanne, wir waren zusammen Piroggennaschen in Moskau, stimmt's? Oh, 5. Etage. Wart ihr heimlich? Wart ihr heimlich? Schnell, dürfen wir schon aufstehen? Jetzt habe ich hier mein Mikroport runtergemacht.
dürfen wir schon aufstehen und dann sind wir ganz schnell da hoch und haben uns irgendwie... Ja, und dann immer so Angst, dass die Tür aufgeht und die Trainer... Meine Trainer, auch noch ein bisschen Weinschorle? Ich will einen Schluck Rotwein trinken. Okay. Und dann mache ich dir den mal auf. Meine Mutter, die hat mitgekriegt, dass ich eine Bulimie habe. Ja, also müsste sich ja die Ohren zuhalten zu Hause. Ich meine sogar, dass ich sie gebeten habe, wenn sie mal ein Paket mitgegeben hat, sie hat ja auch Kontakt zu den Trainern oder eins geschickt hat, dass ich da rumgebeten hatte, dass sie mir Abführmittel mitschickt. Das hat sie gemacht. Ich weiß aber immer, dass ich Übergewicht hatte. Ich war immer zu schwer und immer zu fett. Verbal so geäußert. Du bist zu fett. Dann die Gewichtstabellen in der Turnhalle und jeden Tag auf der Waage stehen. Und alle konnten sehen, ob du am Wochenende zugenommen hast oder nicht. Und ja, war immer so, wie, als würden auch die anderen Trainer dann irgendwie, naja, mit dem Finger auf dich zeigen, ja, die hat... ein Kilo am Wochenende zugenommen oder seien es auch bloß 300 Gramm gewesen. Die Trainer haben ja auch 100 Gramm gesehen. Das ist schwer, das jetzt zu erklären. Also ich hatte kaum Mädchen, die zu schwer waren. Und deshalb hat es mich ja auch gewundert, dass die dann immer noch, ich weiß nicht woher, immer noch mal Druck gekriegt haben, dass sie hier abnehmen sollen. Ich wollte gar nicht erst in diese Bredouille kommen, wegen 300 Gramm zusammen genietet zu werden. Also hatte ich mein Gewicht. Wir haben irgendwann angefangen, auch am Wochenende freiwillig nach dem Training noch Krafttraining zu machen. Also wir sind im Internat, das war 10-stöckig, sind wir hoch und runter gelaufen, die Treppen, um abzunehmen. Oder ich glaube, wir haben uns dann irgendwann noch angefangen, selbstständig ins Stadion zu stellen und sind Runden gelaufen, aus Angst zuzunehmen übers Wochenende. Also A, so diese Erschöpfungszustände, denke ich, haben sich gehäuft. Und dann waren wir auch spätpubertär. Also wir waren, glaube ich, kann jetzt nur von mir reden, ich war 18, als ich meine Tage das erste Mal bekommen habe. Und also das war alles irgendwie viel später dran. Naja. Es hat dieses, ich glaube, der größte irreparable Schaden neben den körperlichen, ne, Symptomen, neben dem kaputten Skelettsystem, ist dieses nicht, also dieses Beziehungs, nicht in Beziehung sein, gehen können, ne, nicht ins Vertrauen gehen können. Weil ja der größte Beziehungspartner für mich war immer der Trainer, der aber abgefordert hat, dem ich ja nicht vertrauen konnte. Ich musste eine Leistung bringen, ich musste eine Rolle spielen. Und irgendwann habe ich dann begriffen, wieso? Was musst du denn jetzt hier für eine Rolle spielen? Das habe ich dann gelernt, begriffen, verstanden. Aber ja, es hat also einfach so, es war so eine lange Zeit in dieser Trainer-Sportler-Beziehung und die war so dominant und die war eben teilweise sehr traumatisch und dass das einfach glaube ich nicht, das werde ich nie ganz heilen können. Nein, das werde ich nicht heilen können.
das gehört nicht. Ich hatte auch irgendwie so ein kleines, aber ich, ja, habe ich wahrscheinlich in meiner Jacke. Naja, aber ich denke, das Kapitel können wir irgendwie abschließen. Das ist die prägendste Erinnerung an dich. Das ist an die WM-Vorbereitung. Ja, ja. Sasaki. Und diese Sasaki-Bandstücke, und die waren ja schweineteuer, ja. Und aber ich finde es geil. In diesen 6 Wochen hast du, glaube ich, 4 Stück zerbrochen. Ja? Ich habe diese teuer importierten Sasaki-Bandstäbe zu donnert aus Wut. Und die gehen eigentlich schwer. Ja, wie habe ich das hingekriegt? Eine Adrenalin. Ja. War es halt richtig wütend. Ja. Das war ich. Das sag ich dir. Das war meine Art zu protestieren, mich zur Wehr zu setzen, und es hilft mir heute ungemein, ne? Weil ich mich nicht so angepasst habe. Es kann ja auch sein, dass wir mittags die Tabletten bekommen haben. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie glaube ich auch, dass sie auch mit ausgeteilt hat. Das ist also so, ich habe irgendwie noch so eine ganz klare Erinnerung an die kleinen Weißen. Die gab es dann unter die Zunge, und dann hat sie irgendwie mitgekriegt, dass wir die da irgendwie wieder ausgespuckt haben, und dann mussten wir die nach der Trainingseinheit nochmal nehmen. In ihrer Anwesenheit nehmen. Es durfte keiner raus. In welcher Anwesenheit von? Nein, Anwesenheit der Trainer. Und ich meine, das war Elke, ob die nur wusste, was sie uns da gibt, das weiß das ich auch nicht. Steht das auf einem das anderen steht Blatt, auf einem ganz anderen ich. Blatt. Ich denke, dass Trainer das gewusst haben müssen, weil ja nur mit Ärzten nach Absprache der Leistung auch sowas vergeben werden konnte. Mhm. Also Trainer müssen ja involviert gewesen sein, weil Ärzte waren ja nicht in der Halle und wussten ja nicht um den Leistungsstand, den wir hatten. Also jetzt egal in welcher Sportart. Also wie soll man das sonst abschätzen, was man vergibt? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass kein Trainer das nicht wissen konnte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja offensichtlich was dran an der ganzen Geschichte. Und ich kann nicht hin und her schieben. Also entweder speziell Stellung oder speziell keine Stellung. Ist da, wie gesagt, ich habe ja dadurch, dass ich nichts mitbekommen habe und uneingeschränktes Vertrauen hatte, ist das für mich heute jetzt immer noch unvorstellbar, dass da irgendwie was passiert ist, was ich nicht wusste. Und also Verantwortung hin und her schieben mag zwar einfach sein und leicht, sich aber der Sache zu stellen, ist natürlich sehr schwer. Das kann ich mir schon auch vorstellen, das ist logisch. Und selbst wenn ich was gewusst hätte oder ich hätte irgendwas mitbekommen, ich würde dann heute trotzdem hier sitzen und Stellung beziehen, weil es geht darum, den Mädchen zu helfen. Und nicht mir selbst, obwohl es mir natürlich auch sehr schlecht geht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hör ihr vor, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Das war erstmal eine lange Auseinandersetzung, damit erstmal zu verstehen, dass wir überhaupt Substanzen bekommen haben, weil wir daran gar nicht glauben konnten. Also wir alle nicht. Ich weiß, da waren auch, also es waren für mich, ich bin ja Krankenschwester, normale Tabletten dabei, also weiß sozusagen. Das weiß ich schon. Aber es waren auch welche so klein, rund, beige, gelb-beige, so. Und aber auch so große mit Gelee, also so mit so einer Gelee-Kapsel und in einer Flüssigkeit. Die Trainer haben gesagt, sind Vitamine, und für uns waren das Vertrauenspersonen, und wir haben das geglaubt und haben es genommen. Wir haben die damals immer Mr. X genannt, so in unserer kindlichen Fantasiewelt. Und ich glaube, irgendein Mädchen hat es dann mal auch einem Hamster ins Futter getan. Und dem Hamster ging es da nicht so gut. Also da denke ich, ja, in den Tabletten, die wir da bekommen haben, und in den Spritzen, davon gehe ich schon aus, dass da ja, irgendwas drin gewesen sein muss. So ein ganz orange-gelbes, süßes, klebriges Zeug. Das stand in Sinowitz auch immer in der Halle, in so einem Teekanister. Mit ganz trivial Plassebechern dazu. Und dann. Stimmt. Ach, trink doch noch was, Mädchen.
trinkt doch noch was. Ja, genau, wir ja auch, dass das, wir mal sowas bekommen haben. Das war 5., 6. Klasse. Ja, klar. 10, 11 waren wir da. Mhm. In Leipzig haben wir das gekriegt zur Zwischenmahlzeit. Und ich merkte dann auch irgendwie so eine körperliche Veränderung am Ende, dass schon der Busen immer kleiner wurde und die Muskulatur immer sich veränderte. Also ich bin ja eigentlich gar kein Mensch, der so muskulär, ne, so bin ich eigentlich nicht. Ich bin eher so ein normaler, weicher Typ. Und plötzlich hatte ich da irgendwie so ein, was an Muskelmasse da war, das war wirklich, das war dann eisern. Wir haben sehr, sehr viele Athleten, die aufgrund der enormen Belastung, die mit Hilfe von männlichen Sexualhormonen gefahren werden konnten, schwerste Schäden am gesamten Skelettapparat haben. Viele, viele Athleten, die schwerste Schädigungen an den Organen und da wirklich an allen. Herz, Lunge, Niere, Magen. Das ist sehr klassisch. Ja. Wir haben eine große Zahl von Athleten, die ganz neue Erkrankungen haben, wo die Ärzte ratlos sind, also wo die Chemie im Grunde etwas Neues schafft. Erstmal Bulimie, erst ein Jahr später oder so, hatte ich ein paar Jahre. Habe mich dann selbst da wieder rausgekämpft. Also ich bin nie in Therapie gegangen, habe das auch niemandem erzählt. Ich habe es dann einfach irgendwann geschafft. Dann hatte ich auch einen riesen Zusammenbruch mal, ich glaube 2003 oder so. Da habe ich dann mal eine begleitende Psychotherapie gemacht. Ich bin gerade in tagesstationärer Therapie wegen Depression. Habe Rückenschmerzen, mir tun die Hüften weh. Also ich glaube nicht, dass das altersentsprechend ist. Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle in der HWS. Ich habe eine Arthrose in der Brustwirbelsäule. Ich habe einen Knorpelschaden in den Kniegelenken. Operierte Achillessehen. Ich bin damit irgendwie immer wieder mit viel Kreativität bis jetzt so durchgekommen und habe jetzt auch so einen Weg gefunden, musste ich wirklich lange über einen langen Prozess lernen, immer wieder die Grenze zu erkennen. Stopp, 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 nicht weiter als bis dahin. Jetzt ist Stopp, jetzt ist Pause. Jetzt musst du dich hinlegen, sonst schaffst du den Nachmittag nicht mehr. Wir haben eine wirklich für uns dramatische Dimension, was die Schädigung in der zweiten Generation angeht. Kinder, die von Athleten, männlichen wie weiblichen, schwerste Schädigung davongetragen haben. Naja, die haben im Grunde genommen dasselbe Schicksal. Ja. Also. Ihr zweiter Sohn hat eine Muskelerkrankung. Er ist einer von 150 auf der ganzen Welt, die diese Muskelerkrankung haben. Er kann von heute auf morgen sterben. Oh. Keiner weiß, was das ist. Es gibt auch keine Bezeichnung für diese Erkrankung. Und da habe ich gesagt, das kannst du dann auch im Grunde für deinen Sohn jetzt beantragen. Ne? Geht das jetzt schon für Kinder? Also ich habe es irgendwie im Antrag gesehen. Konntest du schon damals auch für Kinder. Den Antrag gab es auch schon. Ja, du brauchst ja auch ein Gutachten. Natürlich, ja. Aber in dem Antrag stellen, Antrag steht es eigentlich so drin, wenn du in dieser Zeit schwanger gewesen bist, wo du die Medikamente bekommen hast. Aber davon wollen sie ja abrücken. Ja. Das ist nur aber das ist, muss ja noch durchgeboxt werden. Ja, ja. Aber Ines meinte irgendwie, man soll es einfach schon mal machen. Ohne Gutachten. Na, egal wie die Bestimmungen sind. Einfach so. Mhm. Angeben, was ist mit den Kindern? Einfach so. Also, sozusagen. Was ist die Diagnose deiner Kinder? Mhm. Was sollst du da reinschreiben? Die haben ja nichts gekriegt, die haben ja keinen Sport gemacht. Mhm. Genau. Also einfach nur angeben.
finde, das bringt dieser ganze Trainerjob an sich mit. Ne? Also diese Befehlston, Sätze nicht zu Ende sprechen, nur im, ja, nochmal, von vorn, Füße strecken, Knie lang. Trainer haben aus meiner Ansicht nichts, also nicht als Mutter getaugt. Die haben Leistungen abgefordert. Insofern konnte man denen auch nichts anvertrauen. Weil es gab ja auch so Momente, doch es gab Momente, da haben wir das mal versucht, als wir da zu dem Arzt, zum Verbandsarzt nach oben mussten, da haben wir das dann schon versucht. Also da, in der Pubertät dort nur in Unterhose zu stehen von einem erwachsenen Mann, das war einfach too much. Und das haben wir den Trainern dann schon mal anvertraut. So. Und wenn dann aber, wenn man dann nicht ernst genommen wurde in dieser Not, ne, und da kam, na komm Mädels, jetzt habt euch nicht so. Es ist mal ganz kurz und dann zieht er euch wieder das Trikot drüber und gut, der muss euch ja untersuchen. Da war's vorbei. Was willst du denn, da ist das Vertrauen hinüber. Das machst du einmal und dann ist es weg. Dieser Teamarzt von den Amerikanerinnen. Oh ja, verklagt. Der ist ja jetzt erstmal für 60 Jahre verknackt wegen pornografischer Bilder. Ja, ja. Aber heute hat noch 2x20 oder irgendwas noch vor sich. Im Januar kommt dann die Verhandlung wegen des Missbrauchs. Ne? 130 Athletinnen haben sich da gemeldet. Also das ist schon. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich mal eine Liste mache mit allen, die auch betroffen sind. Aber dann wahrscheinlich. Da kommen wir auch schon auf 10. Und im Grunde genommen könnte man dann wahrscheinlich sagen, alle, die jemals von ihm betreut wurden, haben bestimmt irgend so eine Erfahrung gemacht, wie das, was hier Wutschi erzählt hat. Ne? Auf der Liege sitzen, Füße hoch und runter und dann ihn da berühren dabei bei Untersuchungsmethoden. Ich weiß auch nicht, warum ich da ständig hin muss. Ich hatte nichts. Ich hatte jetzt 2 Wochen, dass ich meine Jacke nicht mehr zumachen konnte am Hals. So eine Sachen. Ja, also weil ich kann, wenn ich mit meiner eigenen Hand meinen Hals anfühle, fühlt sich das an, als wäre es eine fremde Hand. So eine Trigger, ne? Wir reden da wenig drüber. Es ist schwer, das Thema zu halten im Chat oder so, wenn man sich trifft. Es ist schwer auszuhalten. Fast wie betäubt. Wir wollten das gar nicht. Ich kann mich immer noch an eine Trainerin erinnern, die kam immer mit ihrem Lippenstift an und eigentlich war das, also ich fand das furchtbar. Ich fand das auch immer übertrieben, sich da so anzumalen und Natürlich war das fürchterlich, dieses Gefühl, alle gucken einen auf den Hintern, auf jedes Zentimeter Fett, was zu viel drauf war. Busen platt gemacht mit Unteranzügen, ne? Tiefe Rückenausschnitte, hohe Beinausschnitte, tiefes Dekolleté. Also da war mir schon immer komisch irgendwie. Ich habe immer zugesehen, dass ich hochgeschlossene Anzüge, langärmlich und so viel wie möglich Stoff irgendwie um mich rum habe. Ja? Als ich das erste Mal dann da irgendwie in den Spiegel guckte, ich glaube, da war ich wirklich noch ein Stift von, was war ich da, 10, 11, irgendwie Spartakiade. Da habe ich mich nicht erkannt. Wer ist denn das da? Den Dutt so fest nach hinten, dass man die Augenlider gar nicht mehr schließen kann. Und dann so ein Paket Schminke im Gesicht. Aber irgendwie, ich war einfach zu klein, um das zu verstehen. Und hier, liebe Zuschauer, es geht Schlag auf Schlag, sehen Sie nun Esther Niklas. Die 16-jährige Leipzigerin war in der Tat hier eine Überraschung. Sie liegt nach 2 Geräten auf dem 19. Platz und sie hat sich vorgenommen, noch ein paar Plätze weiter nach vorn zu kommen. Das kann sie auch.
Also eventuell, dass mal einen gesagt hat, aber ich hab keine Lust, zum Arzt zu gehen oder so. Das wird sowieso nicht besser oder so. Also ich hatte uneingeschränktes Vertrauen. Und war halt dann, worüber ich mir dann eben die meisten Gedanken gemacht habe, warum sind die Mädchen nicht zu mir gekommen, wenn es, also die Gedanken habe ich im Kopf und ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich waren wir eben auch für die Mädchen die eine Seite, die wahrscheinlich alles, was sie gedacht haben, jeder weiß alles. Und dann auf der anderen Seite die Mädchen, die letztendlich dann hoffnungslos irgendwo ausgeliefert waren. Also an Physiotherapie kann ich mich persönlich nicht wirklich erinnern, nur an einen Arzt, sag ich mal, der, naja, viel sich um uns, naja, gekümmert hat. Ich finde es ganz wichtig, das auszusprechen, was passiert ist, damit rauszugehen mit den Geschichten. Es passiert ja jetzt nicht nur im DDR, also im ehemaligen DDR-Hochleistungssport. Es passiert ja jetzt auch gerade in diesen ganzen sexuellen Missbrauch, der in Amerika passiert ist, mit dem Larry Nassar. Das ist so wichtig, die Sachen, die man erlebt hat, auszusprechen, damit sie nicht wieder passieren. Halte ich für absolut notwendig. Ja, 45 Minuten, naja, das sitzt dann schon irgendwie auf der Festplatte. Wo? Ich habe Hunger jetzt. Ich habe irgendwie richtig Hunger. Setze ich mich mal hier hin. Darf ich mir was nehmen, Jona? Na, aber sicher. Guck mal, Teller sind da. Soll ich die Pappbecher nehmen? Die Pappteller? Nein, müssen wir nicht nehme richtige Teller, bitte. Ich bitte dich. Ach, hier. So. Wer noch? Na, alle, oder? Ja, gut. Aber es ist noch Bier im Kühlschrank, glaube ich. Ja. Aus Radeberg. Okay. Soll ich das Dressing mal darüber machen? Esst ihr dann was, oder? Ja, ich probiere jetzt mal diesen süßen Salat. Das ist süß. Ein bisschen. Hm? Ein bisschen. Ist lecker. Ist lecker? Mhm. Hm? Jetzt bin ich entlastet, weil durch den Kontakt mit den anderen und Gespräche und das nochmal neu reflektieren dieser ganzen Kindheit, weiß ich, es gibt bestimmte Sachen an mir, die sind so. Und da brauche ich auch überhaupt nicht mehr dran rumwursteln und versuchen, mich anders zu machen oder versuchen irgendwie, mich der Allgemeinheit irgendwie anzupassen. Ich habe eben bestimmte Sachen, die sind außergewöhnlich und anders. So wie viele andere Menschen auch. Und ich kann sie besser akzeptieren jetzt. Weißt du, was ich noch mal mitgebracht habe? Was mir heute noch mal, also gestern Abend noch mal in die Hände gefallen ist? Weil es zu dem Film, sag ich mal, passt. Das von Conny. Ja. Da wird mir auch mal ganz komisch. Und dieses, dass die Ärzte gesagt haben, dass sie so ein Herz wie eine 80-Jährige hatte, ne? Mit 19. Mhm. Ich denke, das ist ein großes Versäumnis von den Trainern, von den Ärzten, von ihren Eltern, von allen, die um sie herum waren. Ich denke, natürlich kann man es nicht nachweisen, aber es ist meine Theorie und es ist einleuchtend, wenn man das Ganze so betrachtet. Das kann ich gar nicht alles in Worte formulieren, aber sie ist durch den Sport krank geworden und ich denke, das ist... hat sie zum Tode geführt. Ne? Das ist die große Halle in Zinnowitz. Und das war die Gruppe, 84. Ja.
Na, guck mal, Ecke. Hier, ich hatte auch immer so einen steifen Rücken und dann war ich ja, so ganz stolz. Und ihr habt immer Zehenstand so aus dem Stand geschafft, ja? Ja, dein Rücken war immer schief, und ne? Und ich hier ganz stolz habe ich mein Zeh gegriffen, überkreuzt und habe mir dann mein Bein immer geangelt in den Zehenstand. Genau. Hier, Kika, und so ging alles los. Das war die Bezirksspartakiade in Leipzig. Bevor wir auf die, ich glaube, das war das erste KJS-Jahr. Hier, guck mal. Da war... Ach, oder sowas. Wie süß. Ist mir weggepackt. Also ich schaue schon positiv in die Zukunft. Mir geht es deutlich besser jetzt nach 10 Wochen Therapie. Ich habe so in dem letzten halben Jahr festgestellt, dass ich für mich aufpassen muss, dass mich diese alte Geschichte mit diesem Leistungssport und Doping und sexuellem Missbrauch nicht so in die Tiefe zieht. Sondern, also ich merke auch, dass dadurch, dass ich mit meinen ehemaligen Sportkameraden viel darüber rede, also geredet habe und rede, dass das von Mal zu Mal ein bisschen leichter wird, dass das nicht mehr so eine Last ist. Und das, naja, stimmt mich schon positiv und muss letzten Endes im Hier und Jetzt gucken, dass ich hier und jetzt zurechtkomme. Ja, Auseinandersetzung oder Gespräche. Das ist eingestanden. Nein, dann habe ich doch, habe ich gedacht jetzt so. Warte mal, wo war das? In Halle war das? Hier. Das ist Halle, Europapokal. Hast du da auch mitgeturnt? Ich habe das einmal mitgemacht, weil da irgendjemand sich verletzt war. Das, oder das ist der Gnom. Der Gnom, ja. Genau, da hast du mit. Ja, und Tatjana und Tanja. Pommi, das bin ich. Das bist du? Ja. Und das ist für die. Das kann sogar Katrin oder Tanja gewesen sein. Katrin Stein kann das auch nicht. Mädels, also ich habe das auch bei der Herfahrt überlegt, was ich schön fand an der Zeit. Und das ist das, was mich nach wie vor immer bewegt, dass wir so eng zusammen waren. Die anderen haben auch diese Probleme. Ich stehe nicht allein damit, ne? Also ich bin jetzt nicht falsch oder so, sondern es ist ein generelles Problem, was alle durch die Bank wegkam. Außer natürlich die, die es so komplett verdrängen, dass sie es gar nicht ranlassen. Die sind aber vielleicht auch irgendwie nicht in Lebenskrisen geraten. Die haben ein anderes Leben gelebt. Die sind gar nicht in dieses Risiko gegangen, ne? Sich das. Oder die haben einfach Glück gehabt, ja. Manchmal geht es ja auch so. Bist du das hier außen? Yes, ich stand immer außen. Ich stand immer außen? Ja, ich stand immer außen. Ich war wirklich zu dieser Zeit der komplette Außenseiter. Ach so, meinst du? Das ist tatsächlich auf dem Bild, weil alle stehen irgendwie zusammen und du stehst. Gibt's nur diese Fotos aus diesem Jahr sind, ich stehe immer irgendwie abseits. Also das waren hier die Gymnastin, ja, das drei sind Turnerinnen. Alles die Kleineren, die ich auch alle nicht mehr so gut kenne. Das war viel, viel später, das Kathi Pittner, das war irgendwie... Das Europapokal. Ja, genau. Das ist eine Halle. Was wir dringend brauchen, ist eine finanzielle Sicherheit, die wir nicht haben. Weil unser Geld einfach nicht reicht zum Leben. Durch die Dinge, die ich krankheitsbedingt brauche. Und ich bräuchte die Sicherheit, dass ich so lange, egal in welcher Form, ob körperlich oder seelisch, therapeutisch arbeiten kann, bis es mir besser geht. Und nicht, dass man permanent Angst haben muss, dass die Krankenkassen nichts bewilligen und man nicht weiß, was man dann weitermachen soll. Also der Druck ist sehr, sehr hoch. Selbst wenn man gesund werden möchte, so gut es geht doch, dass man einfach die Möglichkeit dazu hat. Und das brauchen wir.